kannst du da auf jeden Fall sehen. Gut. Jetzt haben wir auch eine große Kamera. Ja, es ist alles final. Das ist ja. Das läuft. Schön. Ja, so ist das doch hier. Ja. Gut. Ja, das große Finale rückt näher. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Endspiel in der UEFA Women's Champions League zwischen VfL Wolfsburg und Olympique Lyon. Ich begrüße sehr herzlich unseren Trainer Stefan Lerch und Dominik Janssen heute als Spielerin. Schön, dass ihr da seid. Stefan, hinter uns liegt das Abschlusstraining. Wie sind deine Eindrücke? Wie ist der Zustand der Mannschaft? Ja, ich glaube, die Stimmung ist gut. Die Vorfreude ist entsprechend groß jetzt auf dieses Finale morgen. Die Spielerinnen sind motiviert, sind heiß auf den Vergleich mit Olympique Lyon. Und deswegen ist alles so, wie man es jetzt sagen kann, sehr positiv. Und jetzt geht es dann zurück. Und dann heißt es nochmal ein bisschen entspannen, bevor dann ja, der große Tag beginnt. Danke. Dominik, ja. Anspannung oder Vorfreude? Was überwiegt, was ist größer? Vorfreude, auf jeden Fall. Ja, ich freue mich wirklich auf das Spiel. Schon wieder eine Finale und dafür spielen wir. Also ich habe wirklich Bock drauf und ich kann kaum erwarten, bis es anfängt. Ja. Okay, danke dir. Gehen wir in die Runde. Jeremy Talbot von AFP. Hallo Jeremy. En français. Wendy Renard indiquait juste avant vous qu'il n'y avait pas de favori avant cette finale. Est-ce que vous pensez que c'est exact? An wen ist die Frage gerichtet? Zu mir? Ich habe noch keine Antwort gehört. Wer soll die Antwort geben? An beide bitte. Okay, dann fang an. Du bist gerade auf dem Weg. Okay. Ich glaube, Lyon hat ja die letzte Jahre schon öfter das Ding gewonnen. Und klar, dass sie dann den Favorit sind. Aber ich glaube, wir sind auch wirklich gut drauf. Ich glaube, wir haben alle das Gefühl, dass wir die schlagen können und ja, das ist unser einziges Ziel, das ist ja klar. Ja, ich kann da auch nur Do beistimmen. Wir sind der Herausforderer für dieses Spiel, ganz klar aufgrund den auch Erfolgen und der Dominanz von Lyon in den letzten Jahren, gar keine Frage. Aber in so einem Spiel ist alles möglich und daran glauben wir. Es ist auch eine ganz, ganz andere Voraussetzung im Vergleich zu anderen Spielen, die wir jetzt dann auch schon hatten gegen Lyon. Und deswegen sind wir optimistisch und glauben einfach daran, dass wir es schaffen können. Und dann ist die Herausfordererrolle zweitrangig dann für so ein Spiel. Ja, danke. Jasmina Schweimler hat eine Frage an Dominik. Du hast schon einige Finals gespielt. Ist das Gefühl vor einem Champions-League-Finale irgendwie anders? Bereitest du dich persönlich auch mental auf so ein großes Spiel vor? Also Champions-League ist schon wieder was Neues für mich. Und ich freue mich auch wirklich drauf, dass das höchste Niveau, was du in Europa für einen Club erreichen kannst. Also da freue ich mich wirklich drauf. Und ja, die Vorbereitung ist eigentlich wie jeden Spiel, ich versuche wieder immer das Gleiche zu machen. Ich mache schon seit 25 Tagen meditieren morgens und das ja, bringt auch wirklich was. Also das mache ich auf jeden Fall wieder und sonst einfach die normale Vorbereitung, wie ich es sonst auch mache. Also mental bin ich, ja, ich bin vorbereitet, ich habe wirklich Bock drauf, aber ich hatte direkt nach dem Spiel gegen Barcelona schon das Gefühl, okay, Fokus, jetzt noch Finale und ja, wirklich Bock drauf, ja. Bock aufs Finale. Und nächste Frage kommt von Tabea Kunze an Stefan. Welche Schwächen ist in Anführungszeichen geschrieben, wenn man das so nennen kann, hast du bei Lyon ausgemacht? Ja,
Also erstmal glaube ich, dass Lyon eine hervorragende Mannschaft hat und dass so ist, dass es schon schwierig ist, dass man einen absolut perfekten Tag braucht, ein perfektes Spiel braucht, um so eine Top-Mannschaft dann am Ende auch besiegen zu können. Aber wie ich es eben schon gesagt habe, wir glauben daran, wir glauben an unsere eigene Stärke und deswegen versuchen wir natürlich da, Lyon immer wieder auch zu stressen. Ich glaube, keine Mannschaft hat es gerne, wenn man Druck bekommt. Und darum wird es, glaube ich, morgen auch gehen. Aber jetzt im Detail über Schwächen zu sprechen, das vermeide ich jetzt hier an der Stelle. Wie gesagt, wir versuchen, unser Spiel durchzubringen. Und das Selbstvertrauen haben wir auch. Und dann schauen wir am Ende, was bei rauskommt. Wir haben ein paar Sachen für uns im Team besprochen, die wir morgen umsetzen wollen im Spiel und dann eben 100% unsere Leistung abrufen und dann haben wir gute Chancen. Danke. Nicolas Jambou von L'Équipe. Hallo Nicolas. Lena Gößling. Wie geht es Lena Gößling? Sie hat nicht für die Halbfinale gestartet. Alle waren überrascht. Es war 8 für ihre Verteidigung gegen Barça. Wird Lena morgen starten? Also die Aufstellung werde ich jetzt hier noch nicht bekannt geben. Das mache ich nie einen Tag vorm Spiel und dann auch nicht öffentlich. Lena Gößling geht es gut. Alle Spielerinnen sind einsatzfähig für morgen, Stand heute. Und wie wir dann auflaufen werden, ja, das wird man dann morgen sehen. Danke. Im Moment gibt es keine weiteren Fragen. Doch, Mesli Dunja Kür. Hallo, Mesli. Hallo Mesli. Könnt ihr mich hören? Hallo? Ja. Moment. Den stoppen wir mal. Hallo Mesli, Dunja. Wo haben wir hier ein Problem? Scheinbar also wir verstehen nichts hier. Sehen Sie nur. Ah, ich glaube, die Frage kommt jetzt auf schriftlichem Wege auf Französisch. Auf meine Güte. Muss ich jetzt vorlesen? Okay. Herausforderung hier. Ich hatte ja Französisch auch mal in der Schule gehabt, das geht schon. Jetzt bräuchten wir noch die Übersetzung. Wenn ich jetzt Übersetzung hätte, könnte ich mir das sparen. Ich kann es aber auch vorlesen. Ja, kannst du es auch übersetzen? Nein, das kann ja vielleicht dann der Übersetzer. Okay. Est-ce que la créativité, c'est la clé du succès demain? Quand on sentit qu'il y avait quelques lacunes sur ce point lors des deux précédents matchs, hormis Svenja Huth, qui a déjà gagné 2 fois le titre avec Francfort et est passé par Potsdam. So ähnlich. Ja, gut. Wir versuchen das einfach mal ins Deutsche. Also wird morgen die Kreativität vielleicht auch der Schlüssel zum Erfolg sein? Und auch Svenja Huth eine besondere Rolle spielen kann, die er schon auch zweimal mit Frankfurt so weit geschafft hat. Mit Frankfurt und Potsdam. Danke.
Ja, die Kreativität ist immer ein wichtiger Faktor im Spiel, auch in unserem Spiel, ganz klar. Wir haben gerade im Offensivbereich viele kreative Spielerinnen und es ist einfach wichtig, dass diese Spielerinnen sich auch ausleben sollen und dürfen, gerade im letzten Drittel. Wenn man dann auf eine gute, starke Defensivreihe stößt, dann braucht man einfach auch kreative Momente, auch mal ein 1 gegen 1, vielleicht auch ein überraschender Pass, wird wichtig sein. Und genauso müssen wir da auch ständig aufpassen. Auch Lyon hat natürlich die Qualität, vor allem in der Offensive, genau solche kreativen Momente dann auch zu haben. Und da dürfen wir keine Spielerin aus den Augen verlieren. Wir müssen gucken, dass wir eben kompakt stehen und dass das dann nicht zum Tragen kommt, dass wir gemeinsam als Team gut verteidigen, um eben diese Kreativität dann auch einzuengen. Und ja, ich habe es eben gesagt, wir haben viele Spielerinnen, nicht nur Svenja ist eine Spielerin, die solche Attribute mitbringt mit der Kreativität und auch mit einem überraschenden Moment oder auch im Dribbling. Da haben wir einige in der Offensive und deswegen letztendlich auf eine Spielerin das Ganze runterzubrechen, das wäre nicht gerecht und das funktioniert auch nicht. Also da muss man auch sagen, dass man als Mannschaft das Ganze angehen muss. Es muss auch immer Abnehmer geben. Aber klar, es schadet nicht, die eine oder andere Spielerin dabei zu haben, die solche Momente kennt und weiß, wie es sich anfühlt und auf was es dann ankommt in so einem Spiel. Ja, danke Stefan. Jetzt haben wir eine weitere Frage von Nathan Gurdol von L'Equipe. Nata. Also guten Abend. Sie haben über Lyons Angriff und die Stärken gesprochen, aber auch Wendy Renard ist sehr stark. Haben Sie vielleicht, oder was ist das Gegenmittel gegen diese eine Spielerin, vor allem Wendy Renard? Ja, also im Grunde, was ich auch schon gesagt habe, es geht nicht um eine Spielerin. Man darf den Fehler nicht machen, gerade bei so einer Mannschaft wie Olympique Lyon, einfach die top besetzt sind, sich auf eine oder zwei Spielerinnen da zu konzentrieren. Sie haben auf allen Positionen unheimlich hohe Qualität. Wenn die Renard natürlich im Spielaufbau, aber auch gerade bei Standardsituationen, hat man jetzt auch wieder im Halbfinale gesehen, ist wirklich eine große Herausforderung, sie zu verteidigen, aufgrund ihrer Kopfballstärke, gar keine Frage. Aber darauf sind wir vorbereitet, das kennen wir und im besten Falle gibt es nicht so viele Situationen gegen uns, wo wir das verteidigen müssen. Aber wenn es so kommt, dann werden wir alles als Mannschaft dagegen setzen, weil ich glaube, das kann ein Schlüssel dann auch zum Erfolg werden, wenn man dann eben auch als Mannschaft da gut dagegen hält. Deswegen auf eine konzentrieren wir uns auf gar keinen Fall und wir müssen als Mannschaft da diese Herausforderung annehmen. Danke, Stefan, geht gleich weiter mit dir. Tabea Kunze fragt, das Triple am Ende dieser besonderen Corona-Saison zu gewinnen, hätte das nochmal einen besonderen Stellenwert? Ja, also die Champions League ist einfach der größte Wettbewerb in Europa auf Vereinsebene und es ist etwas ganz Besonderes, jetzt hier im Finale stehen zu dürfen. Das ist auch wieder eine harte Arbeit gewesen und unter besonderen Umständen eine kurze Vorbereitungszeit und deswegen sind wir da schon mal sehr glücklich, aber wir wollen natürlich jetzt auch noch mehr und sollten wir dieses Spiel morgen gewinnen, dann ist das ja etwas ganz, ganz Großes, ein großer Traum würde in Erfüllung gehen und deswegen ist das natürlich, wenn man das in die Gesamtsaison dann mit einfließen lässt, man kann Geschichte schreiben, ja, mehr brauche ich dazu nicht sagen und deswegen freuen wir uns morgen auf das Spiel und schauen am Ende, was dabei rauskommt. Danke. Es gibt im Moment keine weiteren Fragen. Wenn das. Doch, Nicolas Jambou, L'Equipe Pierre. Sollte eigentlich zu sehen sein. Hallo Nicolas, nochmal. Yeah.
was hatten Sie von Sarah Gunnars-Dottir, die vor einigen Wochen bei Ihnen war und die sicherlich morgen betitelt wird? Morgen was, Bill? Was war das am Ende? Die morgen? Die morgen spielen wird? Spielen wird, oder? Vielleicht noch einmal die Frage, bitte. Bitte noch einmal die Frage. Wir hatten den Schlussteil nicht so richtig verstanden. Also, was halten Sie von der Spielerin Sarah Gunnars-Dottir, die morgen wahrscheinlich auflaufen wird, eine Ex-Spielerin von euch? Was können Sie uns darüber sagen? Ja, ich kann sehr viel über Björki sagen. Sie war lange eine Spielerin von uns und ja, wir hatten das Thema schon angesprochen. Natürlich finden wir es schade, dass gerade die Spielerinnen, die auch ihren Anteil dazu beigetragen haben, dass wir jetzt hier bei diesem Turnier sein können, nicht mehr in unserem Trikot auflaufen dürfen. Aber so ist die Situation und wir sind ja nicht der einzige Verein, den das so betrifft. Wir haben ja auch unsere Neuzugänge dabei. Ja, und dass Björki eine wichtige Spielerin war in unserem Team, das weiß auch jeder. Gerade ihre defensive Präsenz war unheimlich wichtig, aber ja, das ist jetzt Vergangenheit und sie spielt jetzt für Lyon und morgen spielen wir gegen Lyon und dann wird das sowieso ausgeblendet. Da will oder wollen beide Teams den maximalen Erfolg und das spielt also keine Rolle. Und auch an der Stelle, ja, wir können viel über Lyon sprechen und auch die Spielerin von Lyon. Lieber wäre es mir, wenn wir auch ein bisschen über unsere Spielerinnen sprechen, die natürlich auch morgen ja, brennen. Und wir haben auch Spielerinnen bei uns im Verein, die auch schon für Lyon gespielt haben, die also auch Lyon kennen. Von daher, das muss man morgen alles ausblenden. Jeder Verein, jede Spielerin ist voll mit vollem Fokus auf den jetzigen Verein, glaube ich, konzentriert. Und dann macht morgen jedes Team seine Aufgaben. Okay. Ist noch was beizusteuern? Zu Björki. Ja, ich will einfach, dass wir ein tolles Spiel haben und dass am Ende, dass wir mit dem Trophy da sind. Also, das wäre schon schön. Also wie Stefan gesagt hat, wir wissen alle, wie gut Björki ist und also wir wissen die Stärke. Ja, es hat vielleicht einen Vorteil, aber vielleicht auch einen Nachteil. Aber hoffentlich nach 90 Minuten oder 120 Minuten wissen wir, ja, wer mit dem Pokal da ist. Okay. Danke. Gibt es weitere Fragen? Jasmina Schweimler an Dominik. Was macht den VfL in diesem Turnier besonders stark? Ja, gute Frage. Ja, ich glaube, wir haben schon diese Spielpraxis. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir immer noch nicht unsere wahre Stärke gezeigt haben. Wir können immer noch mehr zeigen. Und wir haben auch viele erfahrene Spielerinnen, die schon bei großen Turnieren dabei waren. Das ist auf jeden Fall was Positives. Ja, und wir sind alle, ja, wir haben alle so viel Bock, wir wollen alle so gerne gewinnen und ich glaube, morgen ist der Tag, wo wir auch mal ja, wirklich die Chance haben, ja, zu gewinnen. Ja, ich glaube, das würde dann unser Success sein. Okay, danke. Ja, so langsam wird es, glaube ich, dünn hier. Da kommt noch eine Frage von Dunja Mesli, Goethe Food. Il n'y a plus la traduction, SVP. Damit kann ich jetzt auch wenig anfangen, gleich der Übersetzer. Il n'y a plus la traduction, SVP. S'il vous plaît. Ach, s'il vous plaît. Gut, aber der Rest? Sehr gut. Ich hatte auch Französisch. Ah, sorry. Non, ce n'est pas une question. Es war keine Frage. Okay, gut. Ja. Okay. Ist nichts hängen geblieben vom Französisch. Okay.
dann vielen Dank für die Teilnahme an dieser Pressekonferenz und ja, allen noch einen schönen Abend und bis morgen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.